Gustav! Gustav, jetzt komm schon runter! Aber du nicht ohne Leiter! Na toll. Na, wenn ich den Quatschbacke hier in den Leiter suche, könnt ihr euch ja mal das nächste Let's Play anschauen. So, wo finde ich jetzt den Leiter? Verdammt. So, und damit hallo und willkommen zurück zu meinem Tearaway Let's Play. Das ist ja eine Weile Pause hatte, einfach weil ich krank war. Meine Stimme war total im Eimer. Oh, yo! Kommt der einfach mal da runter, ey. Das könnten wir vielleicht sogar noch brauchen. Kann ich da oben drauf landen? Ja, warte, gib das mal her. Tschüss. Haha! Wie jetzt? Bist du jetzt da unten? Wie soll ich denn da hinkommen? Hallo? Ja, okay. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Snipes! Cheese! Pew. Oh yeah! Lasse. Ja, ich war auf jeden Fall krank. Meine Stimme war total im Eimer. Oi, 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 da wird man aber richtig geworfen hier. Wupp! Ah, 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 ein Check! Boah! Mist! Ich hab's versaut! Jetzt hatte ich gerade auch fast versaut. So, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das! Ah! Ja, das ist wieder der, der wurde, glaube ich, wieder überrollt. Gustav haben wir den ja genannt. Ja, meine Stimme war total am Arsch und deswegen. Gab's keine Let's Plays! Ich hoffe, ihr wart nicht zu einsam. So, hallo du, ich will dich haben, danke. Oh cool, ich krieg's einfach. Oh, mit einem Eichhörnchen. Oder ich glaube, es soll ein Biber darstellen. Geschenke gesammelt. Und flutsch! Und da ist wieder unser Freund. Jo, wie soll ich dich denn jetzt dies holen? Dies ist die Geschichte des Kuriers, der auf einen Berg stieg, um den Himmel zu erreichen. Doch sie ist noch nicht vorbei. Pist! Schreckverbreiter hier! Sie haben gedroht, meine Augen auszupicken! Habt ihr nur abkriegen! Ich werde euch für den Rest eures Lebens Albträume von mir machen! Hey, jo! Das hatten wir irgendwie gerade übel viel Luck. Natürlich alles Skill, kein Luck. Calculated nennt man das dann. Ich will dir eigentlich nur den Kopf hüpfen, du Depp. Boing. So, Dele, und was machen wir mit dir jetzt? Dich essen wir auf, ja? Okay. Zum Frühstück. Kannst du es mal lassen? Au! Ins Gesicht! Ins Gesicht! Hau doch mal ab! Oh, da sind noch mehr von denen. Der hat seinen eigenen Typen weggehauen. Okay, ja, und der hat meine Schnippel weggebollert. Verdammt nochmal. Meine Spuckekugeln, hallo. Wiedersehen. Ach, noch mehr von euch. Ah, Teamkill, lol. Hey, gibt man da ein Achievement, wenn man dir dazu bringt, seine eigenen Viecher wieder auf uns zu ballern? Guck mal. Ach, verdammt, das versuche ich jetzt gerade. Schade, jetzt komm schon. So schwer ist er doch nicht zu treffen. Guck mal, da ist er. Du schaffst es, du schaffst es. Scheiße, jetzt hat er mich getroffen. Ich versuch dir gerade. Ja! Victory! Ja, tret mich halt, blöder Drecksack. Tret nochmal. Voll daneben.
Baited and outsmarted. Warte mal. So geht es. Jo, was ist denn los? Oh, gib mir das da. Tschüss. Oh, wait. Den wollte ich eigentlich gerade nicht. Aber geht auch so. Ey, das ist voll hart zu zielen und gleichzeitig Wiedersehen. Die können wir einfach nehmen. Ha, wie witzig. Easy. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Pastiskalradras oder auch Galgenhügel. Weil es hier so zieht, habe ich mir blöderweise eine Erkältung geholt, ne? Und deswegen merkt man, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ah, verdammt. Dass meine Stimme ein bisschen gelitten hat darunter. Und ich dauerhaft am Husten war. Oh, Mist. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Pastiskalradras hier. Oder auch Galgenhügel. Versuchen der Börse. Okay. Ich kann einfach hier rüber und rennt da runter. Komm mal. Das ist, finde ich, gerade hilarious. Cheaterei, ey, ich hab das Ding. Wow. Hey, jetzt hier Prostkit. Was ist los? Alter! Alter! Was ist hier für eine Party der Schnitzel? Und ich bin nicht eingeladen, oh. Hey, das sind ja voll viele, ey. Guck mal jetzt. Proskis des Todes. Lal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 
wirklich das Ende? Katapult! Nein, nein, nein! Was? Ich kann sehen, wo das hinführt. Ich glaube, wir brauchen eine unerwartete Wendung. Aber das geht doch nicht! Wir brauchen eine neue Geschichte. Eine mit Rätseln und Gefahren. Ich kenne da einen Ort. Wo willst du hin? Das ist nicht fair! Komm zurück! Oh Mann! Das war ja irgendwo klar jetzt, ne? Hat jetzt schon gesagt, die hauen uns echt hier weg. Aber wir haben ein Lesezeichen gefunden! Dann denke ich, mache ich jetzt aber auch schon einen Cut, weil wir jetzt dieses schöne Ding hier gefunden haben. Und in der nächsten Episode werden wir herausfinden, was, wo es uns jetzt hin verschlagen hat. Also dann, meine Lieben, bis zur nächsten Episode. Haltet die Ohren steif. Tschüss.